Hallo, ich möchte euch Super 38 zeigen. Ein RPG im Oldschool 2D-Stil. Irgendwas zwischen NES und Super Nintendo. Von mir programmiert in nur 16 Stunden. Alles selber gemacht, was ihr seht. Alles selber gemacht. Keine Assets verwendet. Nichts. Alles gute alte Handarbeit. Ja. Ich wollte eigentlich gerne einen schöneren Startbildschirm machen, aber für mehr war leider keine Zeit. Ursprünglich sollte das Spiel auch Super 38 heißen, aber für das R war auch keine Zeit mehr. Ja, Super 38. Deswegen. 38 wegen erstellt in Kalenderwoche 38. Ganz kreativ heute. Ja. So, hier haben wir gleich mal eine Info. Drücke Space, um zu starten. Ja, ich habe mir viel Mühe gemacht, um das Spiel zu erklären. Und das Spiel ist eigentlich gar nicht so lange. Aber naja, nur 16 Stunden Zeit, Leute. Nur 16 Stunden Zeit. Also man kann raufgehen, man kann runtergehen, man kann links gehen und man kann nach rechts gehen. Ja, auch die Sprites, also die ganzen Grafiken, habe ich innerhalb dieser 16 Stunden erstellt. War richtig wenig Zeit. Vor allem, es war mehr oder weniger das erste Mal, dass ich die Sprites selber erstellt habe. Und ich glaube, dafür ist es gar nicht mal so schlecht gelungen. Muss man mal ein bisschen selbst loben, oder? Ja, hier haben wir gleich mal die Erklärung, wie geht man mit den Pfeiltasten? Es geht aber auch via SDF und es geht auch der Controller Input. Ja, gehen wir mal darauf zur nächsten Szene. Muss den Ton selber machen. Ich wollte echt Ton machen, aber es ging sich einfach zeitlich nicht mehr aus, Ton einzufügen. Ich wollte innerhalb von einer Woche fertig sein. Innerhalb einer Woche, jeden Tag 2 Stunden, ist dann ein bisschen mehr geworden, deswegen 16 Stunden. Ich habe ja mal diesen Stein eingesammelt und damit auch die Leute verstehen, die keine Ahnung haben, nimm den Stein und schieß ihn mit Space. So, das mache ich jetzt. Ich gehe mal hier zu diesem Monster hier, diesem Blob, den auch ich gezeichnet habe. So, Blob kriegt was auf den Kopf, nehme ich den Stein. So, Blob verschwindet und Stein kann wieder eingesammelt werden. Tada! Und schon geht's weiter ins nächste Level. Ja, das Ganze wurde erstellt mit Unity im 2D-Modus. Ich habe mir ja hier den Level-Editor selber gebaut. Das hat eigentlich am meisten Spaß gemacht und auch am meisten Zeit gekostet, den Level-Editor mit den Sprites zu generieren. So viele Sprites sind es gar nicht, aber ich denke, ich habe da doch für 16 Stunden ganz ordentlich was rausgeholt. Also ich bin zufrieden mit mir. So, gehen wir weiter zum nächsten Bildschirm. Und hier haben wir wieder Gegner. Und die Gegner sind nicht ganz so dumm, wie sie vielleicht aussehen. Die Gegner reagieren nämlich auch ein bisschen auf den Spieler. Wenn ich da jetzt nicht vorbei von hinten komme, dann sollte sich, ja, dann dreht er sich ein bisschen. Und wenn er wo anrennt, der Gegner, dann wechselt er die Richtung. Oh, jetzt hat er mich entdeckt. Wenn ich zu nah rangehe, dann entdeckt er mich. Und ich muss aufpassen, weil man kann auch sterben. Und das zeige ich euch dann aber erst später, das Sterben. So, jetzt töte ich den hier mal. So, da, mit der guten alten Leertaste. Ja, und ich kann den Stein immer wieder schießen und einsammeln. Das Spiel läuft natürlich nicht ganz bugfrei, ist klar. Ich habe das meine Kids schon testen lassen und die haben natürlich schon Bugs gefunden. Egal. Die haben zum Beispiel, was ich mir nicht aufgefallen ist, dass es in manchen Leveln geht, mehrere Steine zu schießen. Das fanden sie sehr lustig. ja, ich habe es jetzt mal drin gelassen. Vielleicht kann man mit der Mechanik, könnte man sich noch irgendwas überlegen. Ja, und das war's schon wieder. Ist schon wieder durchgespielt. Für mehr Zeit, also für mehr war leider einfach keine Zeit. Ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht. Ich überlege noch, ob ich vielleicht noch was weitermache. Ihr könnt mir ja in die Kommentare reinhauen, ob ich noch was weitermachen soll. Lust hätte ich schon dazu, aber ich bin mir nicht sicher, ob es sich auszahlt. Ah, jetzt wollen die mich killen hier schon wieder. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich auszahlt. Aber ihr könnt mir ja Ideen und Anregungen und Lobhudelungen natürlich in die Kommentare hauen. So, jetzt lasse ich mich mal töten. Jetzt bin ich nämlich ganz unfähig und lasse mich hier von diesem Blob töten. Und ich hatte keine Zeit mehr für den Endscreen, deswegen habe ich den einfach nur rot eingefärbt.
und habe gar nichts mehr machen müssen, weil mit Space kann man dann einfach wieder starten, weil es ja eigentlich nur der Startbildschirm in Rot ist. Ja, Zeit gespart, wo es geht hier. Ja, war echt knapp von der Zeit her. Deswegen noch die 2 Extra-Stunden. Eigentlich wollte ich es in 14 Stunden machen, aber ich habe da noch ein paar, noch 2 Stunden gebraucht, um ein bisschen Polishing und ein bisschen es spielbar machen. Ja, falls irgendjemand probieren möchte, werde ich das verlinken, das Game. Könnt ihr euch runterladen, gern selbst ein bisschen probieren. Und ich freue mich über Anregungen natürlich und was man alles besser machen könnte. Ich weiß, mit den Grafiken ist noch viel Luft nach oben, aber wie gesagt, ich habe das zum ersten Mal gemacht, die Sprites selber. Und ich hatte einfach echt wenig Zeit. Ja, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Und ich verbleibe da mal mit Danke, dass ihr zugesehen habt. Und wenn ihr es zockt, dann sagt mir Bescheid. Schreibt es mir in die Kommentare, dass ihr es gezockt habt. Dann freue ich mich. So, stirb, 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 stirb. Der Blob muss sterben. Ja, der Blob, die Farbe war auch nicht ganz glücklich gewählt, muss ich sagen. Jetzt nachträglich gesehen. Grün, wo das Gras das fast das gleiche Grün hat. Naja, wie gesagt, keine Zeit. Das sind alles Dinge, die ich normal noch ausgebessert hätte. Ich verbleibe mit Grüßen und auf Hoffnung auf Kommentare. Ciao, ciao.